Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Mit einem neuen Unboxing. Darauf habe ich mich schon mega mäßig gefreut. Erstmal auch noch kontrollieren, ob das auch das ist, was das ist, was das sein soll, was ich denke, dass das ist. Ja, Ubisoft! Yes, das ist es. Assassin's Creed Syndicate Big Ben Edition. Yes. Oh, da bin ich so heiß drauf. Ich hoffe, dass ich es diesmal richtig aufgemacht habe, weil bei den, doch, die Pfeile zeigen nach oben, weil die letzten Male habe ich grundsätzlich das Paket immer verkehrt rum aufgemacht. So, da ist es. Das Spiel liegt einfach mal so oben drauf. Assassin's Creed Syndicate. So, dann haben wir noch Pappe. Achso, das ist ja Ditter. Oh, Scheiße, das ist ja auch wirklich. Jedes Mal das gleiche Problem hier. Ah, Ubisoft verpackt dazu gut. Hier die Kleber. So, Scheiße. So. Ah. Hoppala. So. Ausgeschnitten ist das auch, weil das guckt ein bisschen vor. Können wir das hier alles wegschmeißen. So. Das ist die Big Ben Edition. Die geht auch, die hält mit Magneten. Coole Sache. Ach, das ganze Ding ist hier unten ein Magnet drin. Cool. Aber wir kommen erstmal hinten zu. Dann haben wir einmal die Lithografie, die von uns ausgesucht wurde. Also von mir wurde das Ding jetzt nicht ausgesucht. Ich habe da was anderes mir wünscht, ihr habt, aber okay. Finde ich, gut, passt zu London, ist ein bisschen neblig und so weit alles. Aber weiß ich nicht. Also, das ist ja so nichtssagend, so schlicht, so dunkel, so düster. Gut, ist auch ein bisschen düster, aber ich hätte mir denn ja so was gewünscht, wie hier oben bei da seht ihr, bei Unity. So, mit dem Paris so, mit ein bisschen Nebel, ein bisschen Rauch, klar, aber man sieht den Assassinen. Und hier sieht man nur den Assassinen sehr klein und ja. Ich hätte mir ein bisschen größer gewünscht, also weiß ich nicht. Also Big Ben Collectors Case, ja, mit Unterschrift und so was alles. Also weiß ich nicht. Also vom Bild bin ich jetzt nicht so überzeugt. Aber das Steelbook sieht mal wieder richtig geil aus. Das ist richtig ringgedruckt. Hier ist auch dieses so gräulich. Aber das hat so mit dem Stahl und so, ja, weil wir sind ja jetzt in London. Ja, die Hochindustrialisierung beginnt ja. Und da passt das mit den Nieten und so dazu. Das ist toll. Dann haben wir hier noch ein Artbook mit neuen, ja, diesmal haben wir schnelle Waffen, wir können auch mit Magazinen und so, also ja, die Zeit schreitet halt voran in Assassin's Creed. Sind schon schöne Bilder mit bei, ich will mal nicht alle zeigen. Aber wie gesagt, die Lithografie, das Bild finde ich jetzt nicht so toll. Dann haben wir hier eine Landkarte von London,
Die sieht jetzt sehr klein aus, soll aber angeblich riesengroß sein, die Spielwelt. Ich lass mich mal überraschen. Was haben wir hier hinten? Werbung. Made in London. Irgendein Rum, Whisky, irgendwas. Mit einem Wolf vorne drauf. Okay. Packen wir das mal wieder weg. So, dann haben wir hier noch da ist so Salz mit drin, was die Flüssigkeit aufnehmen soll. Da haben wir hier noch einen Flachmann mit Assassin's Creed Logo drauf. Seht ihr das? Ja. Auch hier so richtig Leder und hier seht ihr ja, hier so festgenäht. Riecht natürlich ein bisschen komisch innen drin, müsste man halt jetzt nochmal ausspülen. Logischerweise. Aber der Verschluss kommt nicht weg, der ist hier oben mit dran. Kann man auch als kleinen Behälter nehmen für einen Schnaps. So, und hier haben wir das dann zugeschraubt. Und dann kann man da, was weiß ich, Schnaps mitnehmen halt unterwegs. Da ich keinen Alkohol trinke, weiß ich jetzt nicht, was ich damit... Ihr könnt mir Liquid mitnehmen für unterwegs. Gießt sich aber auch so einer großen Pulle auch ein bisschen bescheuert. Deswegen, mal gucken. Also weiß ich nicht. Mit der Lithografie? Weiß ich nicht. Also da gibt es schönere und das ist jetzt, das sieht so aus wie, ja, ist zwar düster und London und passt ja, weil rauchig und so zum London, wo wir gerade spielen, aber naja. Also das würde mich mal interessieren, ob euch die Lithografie hier, ich zeig's nochmal, ob euch die gefällt oder nicht gefällt. Also mir gefällt sie jetzt nicht so sehr. Ist okay, aber naja. So, ich mach mal das Steelbook, mache ich mal auch wieder mit drin. So. Und dann kommen wir mal hierzu noch. Ja, ich auch noch so Salz drin. Kann man nämlich jetzt natürlich ihm jetzt so in dieser Verpackung lassen. Diesmal ist jetzt nichts zum Zusammenbauen mit bei. Ja, ich muss erstmal hier lose machen, weil bei dem letzten, da war es schon nicht, doch, da war man, muss man die Guillotine so ein bisschen zusammenstecken. Bei dem davor, also vom Black Flag, da muss man das Schiff zusammenbauen, so ein bisschen was, ihn Ruf setzen und das mit den Segeln machen. Das war eine beschissene Angelegenheit, muss ich echt sagen. Aber sieht geil aus. So. Ich weiß ja nicht, wie der neue heißt. Habe ich noch ja nicht nachgeguckt. Man kann das weg. Braucht man nicht. Und den kann man jetzt natürlich hier so stehen lassen, kann man so zumachen. Ist ja auch ein Hingucker schon. Also muss ich echt sagen, mit den Verpackungen haben sie sich immer was einfallen lassen. Die Guillotine Edition fand ich jetzt auch toll, aber halt ein bisschen an manchen Stellen, weiß ich nicht, die Verarbeitung. Naja, aber hier sieht wieder alles sehr gut aus. Hier hinten, das ist auch nur rangeklebt. Also könnte man das Ding hier hinten auch abmachen, den Koffer, und dann hat man nur das. Und dann kann man sich das hier so aufmachen. Und da steht hier Assassin's Creed Syndicate. Da steht Assassin's Creed Syndicate. Mit dem Bild jetzt im Hintergrund mit der Uhr, das finde ich sehr schick. Also das ist wie bei dem, Design, was ich mir gekauft habe. Und hier seht ihr ja, das ist die neue Figur. Wir haben hier das Uhrwerk vom Big Ben sozusagen. Und hier ist jetzt schräg abgeschnitten und hier ist gerade abgeschnitten. Und so seht ihr das am besten. Ja, und hier ist es. Hier ist halt hohl, aber egal. Und ist halt diesem Assassin-Logo nachempfunden. Ja, und kann man den... Oh, man kann den Zeiger bewegen. Man kann beide Zeiger bewegen. Wie geil ist das denn? Ich mach mal 5. Ich mach mal 10 vor 12.
Ist das geil? Ist das geil? Oh, nee, machen wir mal so. Sieht cooler aus. Oh, so sieht es cooler aus. Wenn die Zeiger so nach unten zeigen, der muss noch ein bisschen höher. Nicht, dass man denkt, der gehört dazu. Das auch noch ein Stück höher. Zack. Sieht doch geil aus. Also ich finde diesmal auch nicht so viel Wackelteile, was lose gehen kann. Hier sind kleine Teile, aber hier echt Liebe für Detail. Selbst hier der Arm, das ist wirklich ein ganz kleiner Teil hier. Das kann man auch ein bisschen bewegen. Ich will es jetzt nicht zu doll bewegen. Ich habe keine Angst. Ich habe natürlich Angst, dass er kaputt geht. Hat er hier Dreck dran. Also da haben sie wieder sehr viel Liebe für Detail gezeigt. Ja, und die Zahnräder und so. Und ich muss echt sagen, das sieht doch so eigentlich schon am geilsten aus mit dem Uhrwerk da im Hintergrund. Ich finde, das hat was. Also ich werde den Karton auf jeden Fall aufheben. Wie alle anderen Kartons auch. Ich habe noch von allen Assassin's Creed Teilen die Kartons unten im Keller stehen. Die sind noch komplett da. Da ist nichts weggeschmissen, nichts. Oh, dann können wir das wegpacken. Dann können wir den schon mal platzieren. Wo wollen wir ihn denn jetzt platzieren? Den platzieren wir jetzt mal hier hin. Nee. Der ist ja auch wieder so groß. Wenn wir mal den hier noch was vorholen, dann können wir das hier hinstellen. Connor natürlich noch ein bisschen rum. Und dann passt er. Nee, passt nicht. Passt nicht. Müssen wir Connor noch ein bisschen hier ran. Das noch ein bisschen runter. So. Passt auch nicht. Ach. Müssen wir so machen. So. Oh, passt schon. Sieht doch ein bisschen eng aus, aber wenn ich das neue Regal habe, sieht schon auf jeden Fall ein bisschen was besser aus. Dann kommen wir nochmal zum Spiel. Ich habe heute auch schon, so sieht es freundlicher aus, ich habe heute auch schon von Ubisoft eine E-Mail gekriegt. Da steht mein Code für den Season Pass drin, habe ich auch schon eingelöst, runtergeladen. Da steht nur noch, dass er auf Installieren wartet. Und installieren bei der PS4, wisst ihr ja, das geht erst, wenn das Spiel eingelegt ist. Und Mensch, leck mich doch am Arsch hier. So. Und hier steht auch nochmal drauf, wir haben die Spezialedition beinhaltet, die Verschwörung von Dawn and Drake. Ach, apropos, die beiden DLCs, Dawn and Drake und hier der eiserne Zug oder wie das Ding heißt. Exklusiv PlayStation 4. PlayStation 4 exklusiv. Also irgendwas mit Verbrechen, 10 Minuten extra PlayStation 4. Wegen den DLCs habe ich auch noch einen Code, auch noch Informationen gekriegt, dass die im Spiel drin sind. Also in der physischen Version. Ach, hier ist der Soundtrack auch drin, der ist im Spiel drin. Weil eigentlich habe ich ja hier auch einen Soundtrack noch mit bei. Den können wir hier rausmachen, können wir da reinmachen. Bumm. So, ich muss mal hier gucken, dass ich euch das nicht alle zu viel zeige. Das ist hier neuer Spielerinhalt, Spielemission, Einzelspielerkampagne, Einzelspielerkampagne, drei Einzel. Ach, erhältlich im Season Pass, okay. Okay, hier ist schon mal die Nachricht für den Season Pass. Den habe ich ja schon runtergeladen. Das hier drin ist, zwei Missionen sind mit bei. Jack the Ripper und der letzte Maradusha. Und Zug außer Kontrolle. Also hier sind Haufen. Also insgesamt sind hier fünf DLCs, fünf Zusatzmissionen, so wie es aussieht. Und vier Waffen. Irgendein Dolch, Klamotten, noch ein anderer versteckte Waffe und zwei Klamotten. Für einen Typen und eine Tussi. Dann haben wir hier drei Assassinen, drei Reisen, ein Credo.
Ja, da habe ich ja China schon. Ich warte ja auf Indien. Wann kommt denn Indien endlich mal raus? Spielanleitung, Support, ubi.com, Kundenservice, Garantie. Ja, da warte ich drauf, da habe ich schon China. Und jetzt fehlt halt noch, ich habe ja den Season Pass gehabt beim letzten und deswegen kriege ich die ja alle noch. Indien fehlt noch und Russland. So, was haben wir hier noch? Gratis-Zusatzinhalt. Oh, da habe ich hier noch was. Exklusiv für PlayStation 4. Groschenromanverbrechen. Die Verschwörung um Dorn, Darwin und Dickens. Darwin und Dickens. Mensch, bin ich bescheuert. Und Zug außer Kontrolle ist hier auch mit drin. Zug außer Kontrolle ist auch beim Season Pass inbehalten. Aber habe ich wohl auch mit bei. Da habe ich auch zwei Codes hier drin. Die werde ich euch hier natürlich nicht zeigen. Eins und zwei. Yep. Dann haben wir hier nochmal Figuren. Also wir haben jetzt irgendwie auch eine Tussi mit bei. Ich habe mich... Und Bücher haben wir. Werben sie noch für Bücher. Und hier ist halt die Tussi noch mit bei. Ich habe mich mit Absicht nicht so spoilern lassen diesmal. Und habe mir wirklich nur das Nötigste angeguckt. Das sind 10 Minuten und... Das andere weiß ich nicht, wie viele Minuten, aber hier, das sind 10 Minuten. Habe mich mit Absicht nicht spoilern lassen und habe wirklich versucht, die News um Assassin's Creed Syndicate weitestgehend auszublenden. Ich habe mitgekriegt, dass es keinen Online-Modus hat. Ich habe mitgekriegt, dass es auch keinen Mehrspieler-Modus hat. Ein Spieler, 38,2 GB DualShock und 1080p hattet. Vita ist es auch kompatibel, Uplay, alle drum und dran. 1868 spielte diesmal, da sind wir ja bald im 19. Jahrhundert. Ich habe mich aber diesmal absichtlich nicht spoilern lassen, ist wenigstens ein Wendeker. Oh, ey, das ist was Ubisoft noch nach. Also ich bin mit Ubisoft sehr zufrieden, ich bin absoluter Ubisoft-Fanboy. Ja, aber ich finde, da hätten sie doch ein Wechselcover machen können, weil hier, ey, die Leute, das verschandelt doch das ganze Cover hier. Also guckt euch das doch mal an. Hier so viel Logos, Ubisoft, Exklusivinhalt, 18er und Bonus Edition. Ey, kann man da denn nicht, Bonus Edition, gut, kann ja bleiben, aber kann man da denn nicht noch ein gecleantet Cover auf der Rückseite abdrucken, dass man Wendecover hat, dass man sein Steelbook zwar im Schrank hat, aber denn trotzdem auch noch dit hat? Also das finde ich jetzt echt sehr schade. Ja, also das ist was mich noch nervt. Das müssten sie echt mal nachbessern. Aber wie gesagt, ich bin da mal sehr spannend drauf. Ich habe mich extra nicht spoilern lassen. Ich weiß, dass du irgendwie mit einer Tussi spielst. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie das funktionieren wird, weil ich habe versucht, alles aus dem Weg zu gehen. Ich habe mir auch von Frank Sirius nicht die Let's Plays angeguckt, die er vorzeitig gemacht hat. Die durfte er ja machen, er hat es ja vorzeitig gekriegt. Aber ich wollte diesmal echt mich nicht spoilern, also ich wollte jetzt ganz unverblümt dran. Ich denke mal, ich werde das dann nachher auch streamen. Also könnt ihr dann im Stream zugucken und das ganze Wochenende, wenn ich spiele, werde ich die ganze Zeit streamen. Also von daher passt das schon und könnt ihr mich verfolgen, wie weit meine Fortschritte sind, wie schnell ich irgendwo vorankomme. Ach, hier ist ja auch da. Also ich bin mal gespannt. So, das soll es jetzt auch gewesen sein zum Unboxing und Hardware-Video. Alles in eben Assassin's Creed Syndicate Big Ben Edition. Ich werde das Video auch nicht Unboxing Hardware nennen. Ich werde es einfach nur Big Ben, also Assassin's Creed Big Ben Edition nennen wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht. Und ich werde mir jetzt ransetzen, installieren und meine DLCs runterladen, dann kann ich nachher zocken. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.